Das R ist der stärkste Buchstabe bei Volkswagen. Und vor der Kamera heute mit mir, dem Ubi, steht der VW Golf R-Variant. Nicht einfach nur die R-Line, nein, wir haben auch gleich hier die Vollfettstufe genommen, nämlich unter der Motorhaube. Die maximale Ausbaustufe des 2 Liter Vierzylinder Turbo-Benziners mit 320 PS und 420 Newtonmeter Drehmoment. Alles gut für 4,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und dank R-Performance-Paket sogar bis zu 270 km/h schnell. Alles schön und gut. Dennoch, wir wollen heute herausfinden, wie sich so ein kräftiger Kombi im Alltag fährt. Wir schicken ihn natürlich über unsere Verbrauchsrunde. 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 150, weil Performance-Fahrzeug und 10% Stadtverkehr. Wir wollen natürlich herausfinden, wie viel Platz bietet der Golf R-Variant, wie viel normaler Golf steckt im R-Variant und vor allem auch, was kostet er am Ende des Tages? Ist so ein Fahrzeug etwas für einen Familienvater oder würde ich persönlich sogar zu einem kleineren Motor greifen? All das finden wir heute gemeinsam heraus. Wenn ihr Lust habt, vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, dem Ganzen ein Like zu geben, vor allem aber euren Kommentar unten in der Box zu schreiben, damit wir am Ende des Videos diskutieren können. Ich würde sagen, wir steigen gemeinsam ein und gehen auf die Reise mit dem VW Golf R-Variant. Viel Spaß! Der VW Golf ist immer noch mit das beliebteste Fahrzeug, nicht mehr das beliebteste Fahrzeug in Deutschland. Die Verkaufszahlen sind stark eingebrochen für den Bestseller aus Wolfsburg. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, er steht ja immer noch für das Auto der Masse und auch gerade als Kombi natürlich für viele Vertreter oder aber vor allem Familienväter da draußen, so wie mich. Also habe ich mir den VW Golf 8 Variant nun einmal vorgenommen. Der Wagen ist ja schon etwas länger jetzt auf dem Markt. Und ich habe mich bewusst jetzt auch für die R-Variante entschieden. Das liegt nicht daran, weil ich einfach gerne leistungsstarke Fahrzeuge fahre, sondern wenn man ein leistungsstarkes Fahrzeug auf der Karosserie nimmt, dann zeigt es natürlich auch, was kann denn die Karosserie, wenn man ihr viel abverlangt. Ist sie denn steif genug? Ist sie auch performant genug, um auch eben mit so hoher Leistung umgehen zu können, dann ist sie das auch imstande zu leisten bei deutlich schwächeren Antrieben. Wir wollen also heute so ein bisschen den VW Golf im Allgemeinen als Variant behandeln und natürlich gehen wir dann auch auf die R-spezifischen Versionen hier ein. Der VW Golf R-Variant ist wie die anderen Modelle auch 4,64 Meter lang, hat eine Außenbreite von 2,07 Meter mit Außenspiegeln und eine Bauraumhöhe hier in unserem Fall von 1,46 Meter, da das Sportfahrwerk die Karosserie etwas absenkt. Unser Golf R steht hier auf 19 Zoll Rädern. Die sind optional, serienmäßig für den Golf R sind 18 Zoll Räder. Für die anderen Golf-Varianten sind es sogar 16 Zoll noch, beziehungsweise 17 Zoll eigentlich in den meisten Fällen eher Standard, weil man dann schon eher eine höhere Ausstattungslinie nimmt. Das Positive ist, der Radstand ist gegenüber der Hatch-Variante deutlich gestiegen. Wir haben also auch mehr Platz im Fond und natürlich auch im Kofferraum.
Das Styling hier in unserem Fall entspricht dem eines VW Golf mit R-Line-Paket. Das heißt, wir haben schwarze Kunststoffeinsätze, etwas sportlich gezeichnetere Stoßfänger hier, zudem auch eine durchgängige Lichtleiste hier, die die Scheinwerfer optisch auch miteinander verbindet und lediglich durch das Logo in der Mitte getrennt wird. Hinter dem Logo befindet sich übrigens auch der Radarsensor für die Abstandsregeleinheit. Die Kameras sind weiterhin hier oben untergebracht in der Windschutzscheibe für die weiteren Assistenzsysteme, die der VW Golf R hier mitbringt. Am Heck sehen wir dann die natürlich deutlichste Unterscheidung des R-Modells gegenüber den anderen Varianten auch mit R-Line-Paket, nämlich die vier dicken Auspuff-Endrohre, die ja auch echt sind. Aus diesen strömt dann auch das Abgas nach außen. Mir gefallen sie optisch ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich finde dieses Chrom an den Auspuff-Endrohren hier etwas zu wulstig. Das ist nicht so schön geraten. Da gefällt mir natürlich die Akrapovic-Anlage, die es hier nicht gibt für den Variant, sondern lediglich für den Hatch, deutlich besser. Es gibt für den Golf R-Variant auch eine Anhängerkupplung, in unserem Fall elektrisch ausklappbar, und hat eine Anhängelast der Golf R von 1,7 Tonnen bei 12% Steigung. Wenn man nur 8% nimmt, dann sind es sogar 1,9 Tonnen Zuglast. 80 Kilogramm ist die Stützlast. Das ist natürlich interessant, gerade für E-Bike-Fahrer. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe gibt es dann einen durchaus großzügigen Kofferraum, so wie wir das von einem VW Golf Variant natürlich auch gewohnt sind. Fast schon quadratisch, schön ausgeformt, mit gut Teppich ausgekleidet, der ein bisschen fransig ist, aber lässt sich ordentlich reinigen, muss ich sagen. Das Standard-Laderaummaß liegt bei 611 Litern, wenn man den Doppelladeboden nach unten klappt und eben dachhoch lädt. Man kann dachhoch laden, denn es gibt optional, leider schade optional, ein Gepäckraum-Trennnetz, was man dann hinter der ersten Reihe installieren kann. Klappt man dann die Sitzlinie im Verhältnis 1/3, 2/3 um, dann können wir bis zu 1642 Liter Gepäckraum zuladen. Was bedeutet das aber, wenn wir uns die Gepäckraummaße anschauen? Der Standardgepäckraum ist 1 Meter breit zwischen den Rathäusern und 1,6 Meter tief. Und wenn wir dann die Rücksitzbank umlegen, dann können wir maximal die Ladelänge von 1,86 Meter hier im Golf-Variant nutzen. Auf der Vorsitzbank ist der Zustieg gut, die Türausschnitte sind groß und man sitzt dann als 1,78 Meter große Person, wie meine Wenigkeit, hinter dem imaginären Ich durchaus gut. Genügend Kniefreiheit dank des verlängerten Radstandes und wir haben auch genügend Kopffreiheit. Wir haben hier auch hier nicht das aufpreispflichtige Panorama-Glasdach verbaut. Praktische Ablagemöglichkeiten in den Vordersitzlehnen gibt es. Zwei kleine Taschen für Smartphones oder ähnliches, eine größere Tasche für Tablets. Wir haben eine Mittelarmlehne, die sich ausklappen lässt, inklusive zwei Cupholdern. Zudem gibt es eine Fond-Klimatisierung hier. Es gibt eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Zwei USB-C-Anschlüsse haben wir. Im Kofferraum können wir sogar noch eine 230 Volt Steckdose uns optional hinzukonfigurieren. Fahrer und Beifahrer können im VW Golf R auf extrem vorzüglichen Sportsitzen Platz nehmen. Mit integrierter Kopfstütze, also Integralsitze sind dies, sehr stark ausgeformte Seitenwangen und Sitzwangen. Da sitzt der Fahrer optimal drinnen und auch bei guter Querbeschleunigung wird man hier schön im Sitz gehalten. Es gibt noch eine Lordosenstütze und der Sitz ist auch angenehm gut ausgeformt, sodass man selbst auf langen Strecken wirklich entspannt dem Fahrzeug dann entsteigen kann. Eine Massagefunktion wie für die anderen Modelle mit den normalen Sitzen gibt es hier nicht. Es gibt auch hier nicht die sogenannten Ergo-Komfortsitze. Dem Fahrer spannt sich dann beim Blick auf den Armaturenträger das bekannte VW Golf Cockpit auf. Natürlich mit zwei Displays, die wir hier haben. Das eine steht für das Kombi-Instrument, das in der Mitte ist dann für die Mediaeinheit zuständig. Wir haben hier in unserem Golf R-Variant die Discover Pro-Variante untergebracht, das heißt mit großem 10 Zoll Display hier verbaut. Das funktioniert weiterhin hier über
Touchflächen oder aber diesen unbeleuchtete Slider-Einheit für eben Temperatur- und Lautstärkeregulierung. Man gewöhnt sich mittlerweile schon so ein bisschen an diese Bedienung. Es gibt auch die Möglichkeit hier via Spracheingabe Bedienungen am Fahrzeug vornehmen zu können. Das bedeutet, wir können uns die Sitzheizung aktivieren lassen, deaktivieren lassen, in unserem Fall sogar noch eine Sitzlüftung aktivieren, wenn man eben dies dann möchte. Die Verarbeitung ist weiterhin gut, die Materialien immer noch eher etwas durchwachsen, insbesondere wenn man dann natürlich nochmal einen Blick, wie wir später tun, auf den Preis legt. Das R-Line Lenkrad vom Golf R, was wir hier drinnen haben, was dicker ausgeformt ist, was schön perforiert an der Seite ist, lässt sich unheimlich gut greifen. Das liegt unheimlich gut in der Hand. Wir haben hier auch verlängerte Schaltwippen hinter dem Lenkrad. Zudem erkennt man das R, die R-Variante auch hieran. Wir haben auf der linken Seite, wo wir die Assistenzsysteme an diesen Touchflächen des Multifunktionslenkrads bedienen, haben wir eine R-Taste. Damit können wir dann direkt in den R-Modus reingehen, also in den sportlichsten Modus, und können dann entsprechend, wenn wir es denn brauchen, die volle Performance des Vierzylinders abrufen. Auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads haben wir dann die Bedienung des volldigitalen Kombi-Instruments. Das funktioniert auch sehr gut, allerdings auch hier durch diese Touchflächen leider immer wieder Fehlbedienungen, die zwischendrin kommen. Aber Volkswagen hat ja angekündigt, dass diese Touchflächen rausfallen werden und eben hier normale Tasten wieder in späteren Zeiten wieder einziehen werden. Also man hat hier zumindest mal schon eine Rolle rückwärts gemacht. Beim Slider bin ich mir sicher, das wird man zu einem späteren Zeitpunkt auch irgendwann nochmal umbauen. Aber dazu braucht es dann mehr Hardware. Also von dem her, Software können wir auch gleich einfach mal sagen. Die funktionierte hier sehr zuverlässig bei diesem Fahrzeug. Da bin ich auch überrascht und muss auch sagen, endlich hat Volkswagen hier scheinbar die Software im Griff. Apple CarPlay, Android Auto funktionierten beide wireless und das auch sehr zuverlässig. Also hier gibt es endlich mal einen Daumen nach oben an die Mediaabteilung hier von Volkswagen. Man hat es ganz gut im Griff, das Display weiterhin super aufgelöst, auch die Konnektivität hier ganz gut. Es arbeitet mittlerweile auch von der Geschwindigkeit zuverlässig und etwas zügiger. Also hier gibt es jetzt aktuell für mich keinen wesentlichen Grund mehr, hier zu meckern. Meckern sollten wir natürlich auch nicht über den Antrieb, den wir hier verbaut haben. Wir haben hier die stärkste Ausbaustufe des 2 Liter Vierzylinder Turbo Benziners verbaut, aktuell eben im Golf R Variant mit 320 PS und 420 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Das Ganze sorgt dann dafür, dass dieser 1,6 Tonnen schwere Kombi in sage und schreibe 4,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt. Das macht er auch echt furios. Das geht auch richtig gut voran, untermalt von einem kernigen Klang der Abgasanlage, den man künstlich aufpeppen kann, was ich aber jedem ablehne. Pure, der ist der Auspuffklang am besten, wie man ihn hier einstellen kann, über die Fahrmodi im Fahrzeug. Kommen wir nochmal zur Leistung. Wie gesagt, 420 Newtonmeter Drehmoment stehen über ein weites Drehzahlband zur Verfügung, von über 2300 Umdrehungen bis 5300 Umdrehungen. Da haben wir echt ein weites Spektrum, wo wir diese hohe Drehmomentstärke nutzen können. Das sorgt auch dafür, dass Überholvorgänge richtig locker von der Hand gehen. Aber das können auch die anderen kleinen Motoren durchaus gut, vor allem der 1,5 Liter Vierzylinder Benziner, der überzeugt ja oftmals wirklich mit guter Durchzugskraft und 150 PS maximale Leistung sind auch völlig ausreichend in diesem Fall. Gekoppelt ist der 2 Liter Vierzylinder hier nicht nur an den 4Motion genannten Allrad, der die Drehmomentverteilung in unserem Fall bei der R-Variante nicht nur von Vorder- und Hinterachse macht, sondern wir haben auch ein Torque Vectoring Control, was wir eben über das Dynamic Chassis Control, also die adaptiven Dämpfer unter anderem, ansteuern können. Und dann wird sogar radselektiv das Drehmoment verteilt. Das heißt also, man kann auch
viel Drehmoment auf das rechte äußere Rad oder das linke äußere innere Rad zum Beispiel legen. Das sorgt dann dafür, dass das Fahrzeug eben noch stabiler liegt, gerade bei hoher Leistungsabgabe und performanter Fahrweise wird das Fahrwerk dann hier nochmal sicherer und das Fahrverhalten einfach besser und eben auch nochmal deutlich dynamischer, wenn man es denn so haben möchte. In unserem Fall hat der Golf R-Variant sogar das optionale R-Performance-Paket verbaut, das gut 2000 Euro Aufpreis kostet. Was beinhaltet das? Neben zwei zusätzlichen Fahrmodi, nämlich dem Nordschleife-Modus, den wir hier haben, das heißt, da ist das Fahrzeug genau für einen Einsatz auf der Nordschleife perfekt abgestimmt. Und es gibt dann noch einen sogenannten Drift-Modus. Ja, ihr habt richtig gehört, man kann mit dem Golf R-Line, wenn man auf abgesperrter Strecke unterwegs ist, diesen Drift-Mode aktivieren und dann eben hier das Heck richtig raushängen lassen. Das wird dann alles, der Allrad wird so gesteuert, dass man eben hier ein Power-Oversteering haben kann. Das heißt also, man kann schön das Heck raushängen lassen und es sind auch wirklich gute Drifts möglich, die ich aber selber persönlich jetzt nicht abrufen konnte oder testen konnte, weil eben kein abgesperrtes Testgelände zur Verfügung stand. Ein weiterer Vorteil des R-Performance-Paketes ist, dass der Golf R hier in diesem Falle sogar maximal 270 Stundenkilometer schnell unterwegs sein kann. Das heißt also, die 250 km/h Drosselung wurde dann hier aufgehoben. Man kann eben dem Golf R so richtig die Sporen geben, wenn man das dann möchte und wenn auch natürlich die Autobahn komplett frei ist. Hier ist sie heute nicht frei. Was das Fahrverhalten angeht, gerade beim Golf R, hat man natürlich eine insgesamt etwas straffere Fahrwerksdämpfungsabstimmung hier gewählt. Wir haben aber das Dynamic Chassis Control an Bord, bedeutet, wir haben adaptive Dämpfer an Bord. Diese können dann also entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse entsprechend angestimmt werden. Aber zusätzlich ist diese Dynamic Chassis Control, wie der Name auch schon sagt, nicht nur eine reine Dämpferabstimmung, sondern es wird ins Motormanagement und auch eben hier in den Allrad eingegriffen. Das heißt also, man kann mit dem Fahrzeug dann entsprechend, wenn man die Regler auf Komfort stellt, wird auch das Ansprechverhalten des Antriebs verändert und auch das Ansprechverhalten eben des Allradsystems angepasst. Das heißt also, es gibt vielleicht eben ein bisschen mehr Schlupf, wenn man den Komfort unterwegs gibt, weniger Schlupf, wenn man dann eben performancemäßig unterwegs ist, je nachdem, wie das Ganze hier eben in den Fahrmodi konfiguriert wird. Es gibt drei vorkonfigurierte Fahrmodi, die wir hier abrufen können, entweder Komfort, Sport oder aber Race. Und unter Race gibt es eben dann die zwei zusätzlichen Modi, die wir eben mit dem R-Performance-Paket bekommen, Drift und Special, also eben die Nürburgring-Abstimmung. Wir haben auch noch einen Individualmodus und der ist in meinen Augen der sinnvollste, denn hier kann man dann eben für sich perfekt die richtige Abstimmung wählen, was einem eben besonders wichtig ist. Zum Beispiel, ich stelle das Fahrwerk gerne auf Komfort, dafür aber die Lenkung auf eher dynamisch, damit man eben hier ein bisschen mehr Rückmeldung von der Straße hat. Die bekommt man auch wirklich hier im Golf R sehr schön. Man kann den Wagen wirklich schön positionieren, eben wenn man hier über eine kurvige Landstraße etwas dynamischer fährt. Auch im Alltag gefällt es mir eben sehr gut, wenn man hier sehr schön die Rückmeldung bekommt, wie die Räder stehen, wann eben an der Vorderachse so ein bisschen die Haftung abreißt, gerade wenn es ein bisschen schlüpfrig ist, hier unter Witterungsverhältnissen. Im Winter ist es natürlich besonders wichtig, dass man eben merkt, wann ist das Auto schon am Schieben und da kann man dann eben entsprechend gegenarbeiten. Im Alltag lässt sich der Wagen aber auch angenehm komfortabel mit diesen 19 Zoll Rädern auf eben der komfortabelsten Stufe des DCC fahren. Da gibt es noch genügend Restkomfort oder Komfort, muss man auch schon sagen. Restkomfort wäre irgendwie jetzt ein bisschen zu hart, denn es ist zwar straff, das Fahrwerk, aber es schlägt nie wirklich so richtig durch,
als dass man eben hier irgendwas im Rücken zu spüren bekommt oder aber hier Schläge in die Lenkung ausarten. Und das hat Volkswagen wie immer sehr, sehr gut abgestimmt. Da muss man einfach sagen, Respekt an die Abstimmer hier. Das ist alles wunderbar gelungen, genauso wie die Abstimmung eben der einzelnen Assistenzsysteme. Der Travel Assist, der eben hier alle Assistenzsysteme ineinander in sich vereint und kombiniert, sodass man eben teilautonom hier vorankommt und pilotieren lassen kann. Man hat auch ein kapazitives Lenkrad, das heißt also, die Hände müssen nicht fest ans Lenkrad gepresst werden, sondern sie müssen einfach sachte angelegt werden. Und dann kann das System auch entsprechend aktiv Lenkbefehle umsetzen, hier aktiv eben die Spur halten, den Abstand regulieren oder eben auch Notbremsfunktionen und einen Emergency Assist ausführen. Das heißt also, wenn man tatsächlich mal ausgenockt wird aus gesundheitlichen Gründen, dann kann das Fahrzeug eben hier auch eben das Auto selbstständig zum Stehen bringen und auch einen Notruf absetzen. Soweit wollen wir es aber jetzt gar nicht kommen lassen, sondern wir werden jetzt zum Fazit fahren und dann schauen wir, was der Golf R am Alltag hier verbraucht hat, was er kostet und meine persönlichen Worte. Also bleibt dran. Spaß hat's gemacht mit dem VW Golf R Variant auf alle Fälle. Ich finde auch dieses Lapis Blue steht dem Wagen auch richtig gut. Auch diese 19 Zoll Räder. Es ist schon eine schöne Kombination für den Golf R oder überhaupt für den Golf Variant. Braucht es aber so viel Leistung im Alltag? Meiner Meinung nach nicht. Zudem verbraucht der 2 Liter TSI auch schon echt kräftig Sprit. Wenn man dann nämlich mal ins Datenblatt hineinschaut, 7,8 Liter werden schon im Mix angegeben. Das deutet schon so ein bisschen an, wo die Reise hingeht, wenn man mal genauer schaut. Und in unserem Fall waren es dann errechnete 9,1 Liter auf der Verbrauchsrunde. Wir sind den Wagen natürlich auch etwas performanter gefahren, weil eben hier ein Performance-Fahrzeug vorliegt. Und aus dem Hintergrund sind 9,1 Liter schon eine Menge, vor allem wenn man natürlich die hohen Spritpreise nimmt. Und der Anschaffungspreis ist ja auch recht hoch. Der liegt nämlich bei mindestens 54.175 Euro aktuell. Und unser Testwagen hier kostet sage und schreibe 69.660 Euro. Ja, ich weiß, wir hatten gesagt, es ist jetzt die höchste Variante. Welchen würde ich denn nehmen? Ich würde tatsächlich einen 2.0 TSI mit 190 PS nehmen, Frontantrieb, als Style-Variante, ohne Airline, Klimbim, sage ich jetzt einfach mal, mit schöner Ausstattung. Und dann liegt er fast exakt 20.000 Euro unterhalb des Golf R-Variant, wie er hier steht. Meiner Meinung nach völlig ausreichend, aber schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Welchen Golf R-Variant würdet ihr nehmen? Welchen Antrieb? Schreibt mir auch gerne unten drunter. Würdet ihr vielleicht sogar gerne einen anderen Kompakt-Kombi nehmen? Wenn ja, welchen? Lasst uns diskutieren. Vielen Dank fürs Reinklicken. Bis demnächst. Abonniert diesen Kanal, falls nicht schon getan. Gebt dem Ganzen ein Like und ich sage Tschüss und Servus aus dem Schnee mit dem Golf R. Euer Ubi. Ciao.